Herbert Kickl, seit 4 Stunden geschäftsführender Clubobmann der FPÖ, vor wenigen Tagen noch Innenminister, ist nun an Bord. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Hohes Haus, liebe Zuseher, die Sie die Debatte an den Bildschirmen zu Hause verfolgen. Es sind keinesfalls einfache Stunden, es sind keinesfalls alltägliche Stunden, die unser Land seit dem 18. Mai dieses Jahres durchlebt. Vieles ist undurchsichtig, vieles ist verworren, vieles ist unklar. Und ich denke, umso wichtiger ist es, Klarheit zu schaffen, Zusammenhänge aufzuzeigen, Hintergründe herzustellen, aufzuklären, wie es der Herr Bundeskanzler heute gesagt hat, und damit die Basis für Weichenstellungen zu haben, die für 2 Dinge in diesem Land sorgen. Für Stabilität, aber auch für Sauberkeit. Für Stabilität und für Sauberkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, eine solche Vorgangsweise nenne ich verantwortungsbewusst. Das ist die staatspolitische Verantwortung, die in diesen Stunden gefragt ist. Das ist die Staatsräson, von der so viel die Rede ist. Und wir Freiheitliche nehmen diese Verpflichtung zur Staatsräson genauso ernst und wir nehmen sie genauso wahr, wie wir die Tätigkeit in unseren einzelnen Ressorts im Zuge dieser Bundesregierung von der ersten bis zur letzten Minute wahr und ernst genommen haben. Ich habe Ihre Aussagen sehr genau verfolgt, Herr Bundeskanzler. Sie sagen, dass die Arbeit gut gewesen ist und notwendig für das Land. Da gebe ich Ihnen recht. Sie sagen, dass es Ihnen leid tut, dass diese Koalition zerbrochen ist. Da glaube ich eher, dass es Ihnen leid tut, dass Ihre Machtstrategie nicht aufgegangen ist. Und Sie sagen, dass die Freiheitliche Partei sich nicht nur selbst geschadet, sondern mit dem Video und den Enthüllungen die ganze Regierungsarbeit zerstört und beendet hat. Und hier ist die Wahrheit definitiv eine andere. Wir, und da spreche ich für die freiheitlichen Regierungsmitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jeden Tag unsere Regierungsarbeit mit voller Leidenschaft, mit allem Einsatz, und ich spreche auch für mich persönlich, mit einem großen Rot-Weiß-Roten, mit einem patriotischen Herz gearbeitet gegen viele Widerstände und Anfeindungen, die es gegeben hat. Und ich stehe auch nicht an zu sagen, wir haben sehr gut mit den Kolleginnen und Kollegen der Volkspartei zusammengearbeitet, auf Regierungsebene und auch auf der Ebene des Parlaments. Dankeschön dafür. Auf Augenhöhe, ich möchte fast schon von einer freundschaftlichen Basis sprechen, haben wir gerade auch mit dem Bundeskanzler zusammengearbeitet. Und ich möchte sogar so weit gehen, dass unser Vertrauen in den Bundeskanzler in Wahrheit auch das ideelle Fundament dieses neuen Regierens gewesen ist. Wir haben selbstverständlich keine Sekunde gezögert, nach dem Erscheinen dieses Skandalvideos die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit und jedem von uns war unmittelbar klar, dass es personelle Konsequenzen braucht und dass es inhaltliche Konsequenzen braucht. Und jene, die diese Bilder betroffen haben, die haben, genauso wie wir es vertrauensvoll mit dem Bundeskanzler auch vereinbart haben, sich entsprechend zurückgezogen. Sie haben genau das getan, was wir in einem Vertrauensverhältnis miteinander vereinbart haben. Und genauso haben wir freundschaftlich und vertrauensvoll den Weg weiter definiert, dass wir Norbert Hofer vorschlagen werden, um die Rolle des Vizekanzlers zu übernehmen, und dass wir ein inhaltliches Paket auf den Weg bringen werden, um all die Vorwürfe abzuarbeiten, um die es auch in diesem Video geht. Wir haben unseren Teil der Vereinbarung gehalten und wir haben darauf vertraut, Herr Bundeskanzler, dass auch Sie den Ihren einhalten. In diesen nicht leichten Stunden haben wir ein ganz anderes Gesicht des Herrn Bundeskanzlers erlebt als dasjenige, das wir immer kennen, dieses freundliche und ewig lächelnde. Er hat ein anderes Gesicht gezeigt. Er hat die ganze FPÖ für das Fehlverhalten von 2 Personen, die die Konsequenzen gezogen haben, so wie wir es uns
vereinbart haben, in Sippenhaft genommen. Das hat er getan. Er hat versucht, eine schwierige Phase eines Regierungspartners auszunützen. Er hat versucht, den eigenen Machtbereich zu erweitern. Das war die Reaktion des Bundeskanzlers in diesen Stunden. Es ging ihm und seinen Beratern nur darum, das Innenministerium in den Griff zu bekommen. Denn, Herr Bundeskanzler, ich habe mit Ibiza und mit russischen Oligarchen vielleicht weniger zu tun als andere, die hier auf diesen Regierungsbänken sitzen. Ich habe gar keinen Bezug zu diesen Leuten. Es ging um etwas ganz, ganz anderes. Es ging um die Wiederherstellung der wahren Machtachse der alten ÖVP, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und diese Achse besteht aus zwei Ressorts. Das eine ist das Justizressort. Das befindet sich in schwarzen Händen. Das zweite ist das Innenressort. Da hat es ein Problem gegeben. Und dieses Leck musste geschlossen werden. Und in einer Horuck-Aktion, wo Sie den Bundespräsidenten wahrscheinlich genommen haben, um es salopp zu formulieren, haben Sie eine Situation herbeigeführt, wo beide diese Ressorts in den Händen derselben Partei sind und damit genau das gemacht, was der Bundespräsident ausschließen wollte bei der Regierungsbildung. Jetzt haben Sie es wieder fest in Ihren Händen. Und jetzt können wir uns fragen, warum ist das so? Und ich gehe davon aus, meine Damen und Herren, dass wir in den kommenden Wochen und in den kommenden Monaten vielleicht Dinge erfahren werden, ja, vielleicht auch ein Sittenbild zum Vorschein kommen wird in dem Zusammenhängen, wo ich Ihnen nur sagen kann, dass vielleicht das, was wir auf den Bändern von Ibiza sehen, diese Dinge, die unter Alkoholeinfluss gesprochen wurden, gegen die Wirklichkeit, die nüchtern ist, verblassen könnten. Und Herr Bundeskanzler, Sie reden in einer generösen Art über Ermittlungen. Das zeigt ja Ihr Selbstverständnis. Ich weiß nicht, ich war immer der Meinung, dass die Justiz von sich selbst aus ermittelt. Sie haben sich hier so hingestellt und so getan, als ob Sie irgendetwas freizugeben hätten in Richtung Ermittlungen. Und jetzt gibt es einen zaghaften Ansatz, nachdem Tage verstrichen sind, in dem alles beseitigt werden konnte, was zu beseitigen gewesen ist. Herr Bundeskanzler, Sie sind getrieben worden. Sie sind getrieben worden von jener alten ÖVP, von der Sie den Menschen im letzten Wahlkampf versprochen haben, dass Sie sie überwunden haben, dass Sie sie hinter sich gelassen haben und dass Sie sie kontrollieren mit Ihrer groß inszenierten Generalvollmacht. Nichts davon ist wahr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Treiben kann man nur denjenigen, der sich treiben lässt. Und Sebastian Kurz hat sich treiben gelassen. Sie sind am Scheideweg gestanden. Da das Regierungsprojekt, das Ihnen angeblich wichtig und teuer gewesen ist. Dort die Machtinteressen, insbesondere der ÖVP Niederösterreich. Wo ich mich frage, wo die große Problematik liegt, wenn andere politische Kräfte als jene, die aus Niederösterreich kommen, in diesem Innenressort vielleicht einmal einen Einblick nehmen. Diese Frage halte ich für unglaublich spannend und für unglaublich aufklärenswert. Die Freiheitlichen, wir haben uns für das Regieren entschieden. Wir haben uns für die Weiterarbeit im Interesse der Bevölkerung entschieden, weil wir wissen, dass die Menschen diese Regierungsarbeit geschätzt haben und dass niemand diese Neuwahlen will, weil sie nur Geld kosten und in Wahrheit unnotwendig sind. Sie haben sich für was anderes entschieden. Sie haben sich getrieben von anderen, Herr Bundeskanzler. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das zugute halten soll oder ob ich Ihnen das vorwerfen soll. Beides kann man tun, beides wäre zulässig. Aber Sie haben in diesen Stunden nach der Macht gegriffen, inklusive der Möglichkeiten des Verschleierns, des Verhinderns und möglicherweise auch des Zudeckens. Im Interesse der alten ÖVP, nicht im Interesse der österreichischen Bevölkerung. Und Herr Bundeskanzler, Sie haben gedacht, die Freiheitliche Partei wird einknicken.
Sie haben gedacht, dieses Spiel wird aufgehen und wir lassen uns mit irgendetwas abspeisen, damit Sie weitermachen können und dieses Problem erledigt haben. Da haben Sie uns unterschätzt. Da haben Sie uns wirklich unterschätzt, denn wir sind angetreten bei diesem Regierungsprojekt, um genau diese alte Form der Politik zu überwinden, die Sie jetzt wieder beleben. Niederösterreich hat das Kommando übernommen. Es ist ein mehrfacher Bitte den Schlusssatz. Es ist ein mehrfacher Vertrauensbruch, den wir hier erleben. Und Herr Bundeskanzler, ich verwende jetzt Ihre eigene Diktion. Dieser Griff nach der Macht ist widerlich. Das geht sich für uns nicht mehr aus. Und auch darüber werden die Wählerinnen und Wähler im September entscheiden. Das Vertrauen in den Kanzler war das ideelle Fundament der Koalition. Doch der Kanzler hat das Vertrauen gebrochen, indem er das Innenministerium wieder unter ÖVP-Kontrolle bringen wollte, sagte der Ex-Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ.